Es ist Zeit, euch das UFC-Leichtgewicht Iron Michael Chandler in 120 Sekunden vorzustellen. Zuallererst, wusstet ihr, dass Michael Chandler ein dreimaliger Weltmeister im Leichtgewicht für die MMA-Organisation Bellator war? In den 10 Jahren, die er dort verbracht hat, lieferte er eine Handvoll unvergesslicher Kämpfe, denn vor allem seine beiden Kämpfe gegen den ehemaligen UFC-Champ Eddie Alvarez sind in die Geschichte des Sports eingegangen. Chandler ist am 24. April 1986 im Bundesstaat Missouri in den USA geboren und aufgewachsen. Iron Mike, wie er sich in Anlehnung an die Boxlegende Mike Tyson nennt, ist laut der UFC 1,73 Meter groß, was nennenswert ist, da er von den meisten anderen Portalen höchstens bei 1,70 Meter gemeldet wird. Wie erwähnt, kämpft Chandler im Leichtgewicht bis 71 Kilo, ist aber in der Vergangenheit auch schon im Weltergewicht bis 77 Kilogramm angetreten. Er war während seiner College-Zeit an der University of Missouri ein NCAA Division I Ringer und konnte dabei über 100 Siege einfahren. Im Jahr 2009 wurde er dann Profi im MMA und konnte seine ersten 12 Kämpfe allesamt gewinnen. Sein Kampfstil, der früher stark von seinen Ringerfähigkeiten geprägt war, hat sich mittlerweile zu einem fanfreundlichen und explosiven Schlägerstil entwickelt, da er, wie er selbst oft betont, nicht mehr großen Wert auf Titel und Erfolge legt, sondern seine Priorität darin sieht, dem zahlenden Publikum eine Show zu liefern. Mit einem Kampfrekord von 23 Siegen und 8 Niederlagen konnte er in den Augen vieler Kampfsportkenner beides gut miteinander kombinieren. Der heute 37-Jährige konnte nicht umsonst mehrere Performance- und Fight of the Night Boni einsacken. Sein Kampf des Jahres gegen Justin Gaethje ist ein weiteres Beispiel dafür, wieso sich Chandler einer so großen Beliebtheit bei den Fans erfreut. Zuletzt hat er Schlagzeilen gemacht, weil er in der nächsten Staffel von The Ultimate Fighter als Coach gegen keinen geringeren antreten wird als den Notorious Conor McGregor. One dude on my mind, Conor McGregor! Im Anschluss daran werden die beiden vermutlich im Weltergewicht das Octagon miteinander teilen, wobei es Stand heute für den Kampf noch kein offizielles Datum gibt. Du willst mehr über die besten Kämpfer der Welt erfahren und wie sich Chandler gegen McGregor erst als Coach und dann als Fighter schlagen wird? Dann like diesen Beitrag, abonniere uns und sei gespannt auf weitere News, Facts und Rumors rund um den Sport, den du liebst.